Das Schöne ist, wenn man ihn trifft, dann geht auch automatisch sein Zauber kaputt. Das heißt, damit kann er euch nie mehr treffen. Könnte man sich taktisch mit einplanen. Ja, sehr schön, rotes Dingzeugs. Hast du toll hinbekommen. Hier, zappeln. Zappeln, jetzt gib mir! Geil, gut. So, jetzt gebe ich dir gleich am Kopf. Oh, er fliegt noch. Wow, hey, du hast dich selber getroffen. Du bist ja aber echt dumm. Hey, super Pissigkeit. Zauberreiz, pissig, irgendwas. Keine Ahnung. Gut, schnell besiegen wir ihn. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er hin? Wo? Ah, ich erinnere mich. Irgendwie hier oben irrt er jetzt herum. Hier oben ist er. Das soll töten wir ihn jetzt auch. Hört auf damit. Hört auf, hier herumzunerven. Ich brauche euch hier echt nicht. So, ich brauche hier Münzen. Und jetzt gib mir eine grüne Schildkröte. Was ist daran so schwer, mir eine grüne Schildkröte zu geben? Gib mir endlich. Gib los. Dankeschön. So, jetzt wird er abgemetzelt. Wo ist er? Komm her. Stopp. Okay, so viel dazu. Ey, er ist doch nicht tot. Was habe ich denn jetzt verpasst? Okay, warum bist du nicht tot? Komm her. Ja, Arschverbrenning. Geil. Das macht ja auch echt Spaß. So, komm her, mein Kollege. Was hier? Oh ja, überflüssig, ich sterb. Das geht alles nicht in die Zeit rein, verdammt. Egal. Gut, dann nehmen wir halt zweimal Mario Galaxy. Ist ja auch scheißegal. Mach gleich... Mach gleich eben noch einen Stern. Wenn ich jetzt sterbe, dann wäre es natürlich ärgerlich. Aber ich hoffe mal, das ist nicht der Fall. Komm jetzt. Ich bring dich um. Ich mein's ernst. Komm. Nein. Nicht. So. Jetzt haben wir ihn wieder soweit. Jetzt ist er wieder, ja, so ziemlich tot. Da, wo ich ihn gestorben bin, bin ich jetzt wieder. Und er schießt mit Flammen. Das kann man sehr schön an seinem Zauberstab schon vorsehen, was er wirft. Da müssen wir auf seinen Zauberstab achten, wenn er gerade zaubert. Dann seht ihr schon, ob der Flammen aus der Zauberstab kommt oder so ein grüner Glibberkram. Das ist dann die grüne Schildkröte. Darauf könnt ihr euch dann schon mal vorbereiten. Jetzt kommt zum Beispiel eine Schildkröte. Das kann man sehr gut erkennen. Alles klar, dann stirbt jetzt bitte mal weg. Dankeschön. War es das jetzt? Ich habe die sogar noch einmal mit in die Fresse gehauen. Stab her, dankeschön. Gut, haben wir das auch schon mal geregelt. Puh. Du bist aber auch ein glitziger Kerl gewesen, dass ich da am Ende nochmal in die Flammen reingerannt bin. Das war sehr ärgerlich, da hat er mich echt direkt getroffen. Habe ich nicht mit gerechnet, aber muss ich sagen, gut gemacht. War ein netter Gegner. Aber klar, super, schön. Ja. Habe ich. Ja. Gut gemeistert. Zauber auf den Geisterschiff. Ja, wie gesagt, so hieß die Aufgabe. Noch 8 Sterne bis zum Bowser. So, gib mir mal ein okay, damit wir weitermachen können. Oh. So, super. Nach oben. Ich will noch eine Mission machen. Aber wie gesagt, das kann man ja sehr bekannt vor da gerade. Was sind diese Geister mit den Kubos dort? Soll es ein Hinweis auf irgendwas sein? Dass irgendeine Mission in der Art kommt? Wer weiß. Ich weiß nur, dass bei die Kanonenflotten-Galaxie kommt. Aber wir machen jetzt einen Spaziergang an den Himmel, weil das ist eh viel cooler. Weil wir haben ja jetzt noch genug Zeit. Noch was. Wow, ich dachte, das kommt gar nichts. Spaziergang am Himmel. Wir freuen uns jetzt nach irgendwo. Aber dafür dürfen wir erstmal diesen Maulwurf hier töten. Na, ah, was will er denn schon wieder? Gleich zu Anfang abgespackte Musik, ja, gleich komisch Maulwurf töten gehen. Also, Kollege, ich habe gehört, du willst sterben. Hast du schon mal drüber nachgedacht zu sterben? Das macht Spaß. Ich gebe dir jetzt einfach eine Schildkröte. So, hier, nimm mal. Das tut bestimmt gut. Ich wusste, dass das funktioniert. Ja, verpisst euch mal. Ja, die Kanone wurde besetzt. Daneben geschossen, ich bin zu dumm. Nochmal. Du bist so blöd zum Schießen, mein Freund. Stirb. Dankeschön. Ja, Mega-Pissigkeit ist back. Wow. Er hat mich weggeschwabbelt. Was für ein Arsch. Das finde ich nicht okay. Oh, er dreht richtig durch jetzt. Jetzt mag er mich echt nicht mehr. Jetzt ist er sauer. Gib mir mein Leben. Ich mag dich. Na, komm her, verdammt. Gib mir endlich dein Leben. Dankeschön. Einmal Leben für mich. Wofür auch immer ich es brauchen sollte. Er pennt hier weiter oder was? Fleisch. Wieso Fleisch? Wie kannst du jetzt an Fleisch denken? Bist du irgendwie ein Kannibale? Ja, ich wusste, dass alle tot sind. Wow, 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 hier. Sei mal ruhig. Dankeschön. Stirb. Hier, yeah, blauer Maulwurf muss wieder sterben. Dieser arme blaue Maulwurf, dass er immer sterben muss. Voll gemein. Alles klar. Damit hätten wir dieses Problem erledigt. Und wo dürfen wir denn hin? Wo darf ich mich hinballern? Nein, nicht wieder dorthin. Ich baller mich diesmal direkt zu dem Ort hier. Und zwar ohne Sterne. Super. Ich will gar nicht mit euch reden, wisst ihr das? Wir mit euch gar nichts zu tun haben. Ich will eigentlich nur hier hin. So. Das war auch irgendwie der richtige Weg, ne? Ah, was habe ich denn jetzt schon wieder vergessen? Ach, sag... Ach nein. Ach so, okay. Ich soll da hinten hin, oder was? Gut, kein Ding. Yeah, geil. Dann gehen wir halt hier lang.
Lass mich nicht weiter verwirren von den Scheiß hier und gucken, was uns hier passieren wird. So, du stirbst. Das weiß ich jetzt schon mal. Nein, wir müssen hier den Weg entlang gehen. Keine Ahnung, wo ich jetzt eine Eisblume herbekommen soll, aber anscheinend soll es mir irgendwie mit einer Eisblume gehen. Also, was hast du zu sagen? Sag mir, was interessant ist. Kannst du darüber nachsehen, nach oben laufen, wenn du das Wasser gefrierst? Ja, natürlich könnte ich das sagen. Ich habe nichts, dass das Wasser gefriert. Es sei denn... Wartet mal einen Moment. Die Leute müssen wieder was rausschneiden. Gemetzel! Ja! Gemetzel, Mann! Hier, gib mir Sternteile, ihr verrückten Irren. Ja, ganz viele Octoroks. Stirb, stirb, stirb. Ganz viele Eisteile, 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 alle. Munition, alle. So, ab zum Feuer. Ich glaube, ich brauche die Feuerdingens hier für irgendwas. Und zwar muss ich deine Flamme hier noch aufhellen, die dort hinten war. Ich meine, da war noch eine dritte gewesen. Da müsste ja ziemlich schnell für sein. Muss ich einfach mal an der Stelle sagen. Lass mich vorbei. Ich muss das hier auch anmachen. Dankeschön. Die hier auch noch? Reicht das? Sehr gut. Und dadurch gibt es jetzt eine Eisblume für uns. Einmal switchen. Ja, Eis Mario. Eine fröhliche Musik. Bei Eisblume ist immer eine fröhliche Musik. Bei der anderen ist immer eine traurige. So ist es richtig böse. Alles klar. Können wir jetzt weitermachen? Ich muss hier hoch. Ich muss hier hoch. Und zwar ganz schnell. Sonst war es das nicht gleich. Alles klar. Haben wir geschafft. Sehr schön. Da kann ich jetzt hier diese Stange hochklettern. Hier wartet ja schon jemand auf mich. Was ist das hier für ein komischer Ort eigentlich? Da hinten ist ein Kubus. Große Pfeile sind hier. Und überall sind... Du bist blöd. Du bist echt dumm. Alles klar. So. Einmal hier rüber. Ich glaube, diese Dinger klappen weg, wenn man zu lange drauf bleibt. Bin mir nicht ganz sicher. Kann sein. Bin mir nicht ganz sicher. Ist richtig. Wiederhole dich noch öfter. Das ist super. Gut. Hier ist auf jeden Fall eine Sternplattform mit einem Fragezeichen drauf. Und man sieht so, dass man hier dann weiterkommt. Und hier sind wieder ganz viele Dreckbags irgendwie geklont. Und dabei soll... Oh, sie war fast... Sie bringen uns hier auf diese Plattform. Machst du das auch mit mir? Okay, das wollen wir mal ausprobieren. Komm, nimm mich mit. Ach Gott, jetzt habe ich mich ausgesehen geschüttelt. Hier, jetzt aber. Dankeschön. Wow, gut. Klappt ja super. Viele Sternteile. Aber hier kriegt man echt ziemlich viele Sternteile. Muss man einfach mal sagen. Oh, wie das aussieht, wenn Mario da hochklettert. Klettert! Lass mich in Ruhe! Ich kletter schneller, als du gucken kannst. Ach du, jetzt noch so ein Flammending. Oh Gott. So, nimm mich mit. Verdammt, nimm mich mit. Mach endlich. Ah! Sollst du mich mitnehmen, Mann? Oh Gott, Mario! Du bist ja völlig wahnsinnig geworden. Okay, jetzt aber. Jetzt ab da nach oben. Perfekt. So wie ich das sehe. Gut. Was Schiebs. Dumme Fische, die einfach nur rumnerven. Schon damals war... Sie nerven echt einfach nur rum. So, geh weg. Geht weg. Geht weg, Mann. So, darf ich hier weitermachen? Ich habe keine Ahnung. Ja, doch, darf ich. So nett ist das Spiel noch. Ich hasse alles. Alles Hass macht Spaß. Nein, ich muss nur diese ganzen Knöpfe hier zu... Ah, Gott. Ich muss hier nur die ganzen Knöpfe zudrücken. Ich danke dir, Mutter, für die Pizzen, dass ich jetzt gerade eingeliefert bekomme. Und außerdem telefoniert sie gerade. Das ist auch ganz witzig. Das hat sie selber keine Zeit. Das ist natürlich sehr interessant. Ich habe hier jetzt Piconinis liegen. Das ist auch was Cooles. So, ich lasse mich nicht weiter vom Fischen stören. Gucken wir mal. So, muss ich jetzt noch mehr Fische töten oder was ist das hier? Oder übersehe ich hier etwas ganz Wichtiges? Nein, anscheinend muss ich echt noch die Fische hier töten. Oder vielleicht sollte man sie einfach von den Blasen wegfeuern lassen. Aber so weit denke ich ja nicht. Da... So, noch ein Fisch weniger. Ich töte sie... Da sagt man gerade, ich töte sie jetzt alle und dann tue ich es irgendwie doch nicht. So. Hier, was sollen wir hier machen? Ganz einfach, die Tennisbälle. Die müssen da jetzt in die Melone reingefeuert werden. Warum, fragt mich nicht. Es ist einfach so. Das macht, wiederholt ihr jetzt. Und irgendwie werden die Bälle immer schneller und das Fritzeln immer auch schneller. Ah, das hat wehgetan. Oh, hier riecht es jetzt ganz so nach Pizzen. Das ist natürlich super. Das ist natürlich super klasse. Okay, jetzt werde ich verwirrt. Jetzt werde ich richtig verwirrt. Und diese Britzeldinger, die sind gerade ganz ungünstig immer. Die kommen gerade immer richtig ungünstig. Also, hier noch rein damit. So, jetzt. Jetzt ist das Ding so derbe fett geworden, dass raus aus dieser Melone einfach so, warum sie jetzt auch immer so groß ist. Wir haben jetzt eine riesen Melone und daraus kommt einfach ein Stern. Also, was haben wir dazu gelernt? Was will uns diese Episode sagen? Wenn ihr Melonen lange genug wachsen lasst, dann kommen da auch Sterne raus. Das ist das Einzige, was mir daraus bilden kann. Gut, Leute, bis zum nächsten Mal bei Super Mario Galaxy. Das war's mit der Doppelfolge. T
den zweiten Teil geht ihr eh wahrscheinlich erst am nächsten Tag zu sehen, aber das ist ja für euch heute. Vielleicht ist es auch heute, aber wer weiß. Bis zum nächsten Mal bei Super Mario Galaxy. Ich speichere eh nur ab, nichts mehr Interessantes zu sehen. 900 Sternteile, das war's auch schon, wenn meine Fernbedienung jetzt mal zeigen will, was sie zeigen soll. Tschüss.